Bundeswehr überwacht rund um die Uhr den gesamten deutschen Luftraum mit dem Ziel, die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten und unbekannte Ereignisse und Zwischenfälle effizient zu erkennen. In behördenübergreifender Zusammenarbeit und in Abstimmung mit den Bündnispartnern kann auf jede Situation umgehend und angemessen reagiert werden. An einem typischen Tag übernehme ich morgens mit meiner Wache, die so umfasst ungefähr 25 Soldaten, meine Schicht und wir erarbeiten dann ein identifiziertes Luftlagebild. Hier in Nörvenich auf dem Flugplatz sind wir dafür verantwortlich, dass der Flugverkehr sicher und zügig abläuft. Das taktische Luftfahrtgeschwader 31 Bölke fliegt mit dem Eurofighter in einer Multirol-Rolle. Das bedeutet, dass wir sowohl nationale QAA, zumindest temporär stellen, als dass wir auch die Luftbodenrolle mit dem Luftfahrzeug ausüben. Die Bundeswehr hat hohe Anforderungen an die Technologie im Einsatz. Ja, an Technologien kommt vor allem das Radarsystem oder die Radarsysteme, die wir benutzen, zum Einsatz. Genauso wichtig sind aber natürlich Kommunikationseinrichtungen. Die ständige Luftraumüberwachung ist besonders sicherheitskritisch. Also an einem typischen Tag könnte es passieren, dass ein ziviles Luftfahrzeug den Funkverkehr zu einer Bodenfunkstelle verliert. Wir daraufhin aktiv werden als Militärs, versuchen Informationen zu diesem Flugzeug zu erhalten in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung und diese Informationen dann an die übergeordneten NATO- und nationalen Dienststellen weiterleiten. Request Information und Track Number Alpha Alpha 010. Eine ganz wichtige Anforderung ist die Interoperabilität. Also die Zusammenarbeit multinational, aber auch behördenübergreifend. Die Kommunikationssysteme nutzen wir primär, um mit anderen Dienststellen zu kommunizieren, mit der zivilen Flugsicherung und natürlich auch, um mit den Flugzeugen, die wir in der Luft haben, also militärischen Flugverkehr, Funkkontakt aufrechthalten zu können. Im militärischen Kontext ist es besonders wichtig, dass unsere Systeme zuverlässig sind. Das heißt, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit absolut verlässlich sind. Weiterhin steht die einfache Bedienbarkeit für uns auch im Vordergrund. Unsere Systeme unterstützen die Bundeswehr sowohl bei der Landes- und Bündnisverteidigung als auch in Auslandseinsätzen. An militärische Kommunikationssysteme werden verschiedenste Aufgaben gestellt. Zum Beispiel müssen wir gleichzeitig funken und telefonieren können. Das ist in der zivilen Welt also so meistens nicht vonnöten. Wir brauchen aber diese Funktionalitäten in einer Anlage, sodass wir möglichst wenig Geräte haben, die wir auch gleichzeitig bedienen müssen. Zukünftig liegen die Anforderungen an unsere Systeme im Bereich der Vernetzungsfähigkeit und der IT-Sicherheit. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr basiert auf Vertrauen und Zuverlässigkeit des Partners. Die Soldaten der Luftraumüberwachung leisten einen Beitrag von unschätzbarem Wert für die Sicherheit der Bevölkerung. Frequentes unterstützt mit innovativer Technologie und sichert so den Erfolg des Einsatzes. Auf allen Führungsebenen, für alle Beteiligten, zuverlässig bei Tag und in der Nacht.